Sehr geehrte Damen und Herren, spätestens wenn man über die Lautsprecher hört, wir starten jetzt, geht's los für den Moderator. Wunderschönen Nachmittag. Es freut mich, dass noch immer so viele Teilnehmende da sind. Ein paar sind vermutlich nur draußen. Aber wir haben spannende Dinge vor. Wir haben unseren zweiten Keynote vor. Und nachdem wir einen leichten zeitlichen Verzug haben, möchte ich den Sessions trotzdem die volle Zeit geben. Und ich schaue gerade nach, das würde bedeuten, dass wir bei den Sessions von 14.30 Uhr vermutlich, weil Jacqueline Erhardt einen sehr spannenden Vortrag vorhat, so gegen 14.45 Uhr starten und dann gegen 16.30 Uhr wieder die Best Performance hier haben. So, aber ich will nicht noch weiter Zeit in Anspruch nehmen, sondern nur meine Freude überbringen zur Einleitung auf den zweiten Keynote. Die Keynote wird gehalten von einer charmanten Dame, die sehr lange in der Szene schon aktiv ist, Jacqueline Erhardt, ist von der ASFINAG, Maut Service GmbH, mit einem englischen Titel Lead of Corporate Connective Automated Driving and Digital Infrastructure. Sie ist Vorsitzende, immer wieder im Deutschen, des Aufsichtsrats der Austriatech GmbH, sicher vielen da herinnen bekannt. Und Vorstandsvorsitzende des ATTC, Austrian Traffic Telematics Cluster. Und sie wird uns einen Vortrag halten zum spannenden Titel Digital Highway, wo natürlich die Frage auftaucht, ist es die dicke Datenleitung oder ist es die Digitalisierung der Autobahn? Diese Frage werde ich Ihnen nicht beantworten, aber Jacqueline Erhardt wird es tun. Liebe Jacqueline, the floor is yours. Einen schönen Nachmittag von meiner Seite. Ich hoffe, ich kann es jetzt noch mitreißen nach einer wirklich sehr netten Mittagspause und direkt mitnehmen auf die digitale Autobahn. Und lassen Sie sich ein bisschen darauf ein und am Schluss beantworten wir vielleicht die Frage, ob es nur einfach um viele Daten geht oder doch die Digitalisierung unseres österreichischen Autobahnen- und Schnellstraßennetzes. Ich wurde gefragt, ob ich hier nicht einen Vortrag halten kann zur Mobilität, zu was sich tut auf der Autobahn, wohin wir denn gehen. Ich glaube, wir befinden uns jetzt wirklich aktuell in einer extremst spannenden Phase. Grüne Transformation, digitale Transformation, Transformation, man sagt es mittlerweile, von Physical and Digital Infrastructure. Und die Frage ist so ein bisschen, die ich Ihnen auch heute, wo ich Sie mitnehmen möchte, wo sind wir denn gerade in unserem Mobilitätssystem? Wie verändern wir uns? Und geht es eigentlich noch um den Menschen, den wir hier mitnehmen müssen? Oder gehen wir wirklich schon in die Data Science, die den nächsten Schritt der Transformation der Mobilität bestreiten wird? Aber um überhaupt dorthin zu kommen und ein bisschen auch zu schauen, was tut sich auf unseren europäischen Straßen, was braucht es, um mit dabei zu sein, beginne ich wirklich ganz rudimentär und von den Anfängen und stelle es auch in die Frage, was ist denn bis jetzt passiert von der Mobilität? Wir gehen zu Fuß, wir beginnen mit dem Pferd zu reiten, wir nützen die Kutsche bis hin eigentlich zu einem Durchbruch des letzten Jahrhunderts, dem Automobil, das als neue Form der Mobilität zu nutzen, um Mobilität auch deshalb immer wieder weiter zu verbessern, weil Mobilität verbindet Regionen, Mobilität schafft auch Wirtschaft und Mobilität ist so essentiell für unser tägliches Wachstum. Was hat es eigentlich gebraucht? Was sind die ersten Schritte gewesen, die man gemacht hat, um Mobilität zu stärken? Man hat Straßen gebaut. Man hat wundervolle Straßen gebaut, wo der Individualverkehr und auch der öffentliche Verkehr und auch der Gütertransport sich am schnellsten von A nach B bewegen konnten. Das hat man als straßenseitige Weiterentwicklung immer wieder vorangeschritten. Es gab viele auch materialwissenschaftliche Errungenschaften.
Man hat dann auch noch eingeführt, dass man Informationen nicht nur über Verkehrsschilder, die irgendwo hingestellt worden sind, geführt haben, sondern auch digitale Überkopfanzeigen hingebaut hat und hat auch noch gesagt, wenn wir Infrastruktur weiterentwickeln, ja, dann bringen wir auch noch verschiedene Informationen, nicht nur auf die Straßenseite, sondern auch zu den Fahrerinnen und Fahrern, zu den Nutzerinnen und Nutzern und bieten ihnen einfach alles, was sie bis jetzt physisch betreiben konnten, Streckenmaut zu zahlen oder vielleicht auch nicht bis zum Stau vorzufahren, sondern auch Stauinformationen über Apps zu bekommen oder sonstige Produkte, das ist schon modern. Dorthin geht unser Mobilitätssystem. Und wenn wir sind in der grünen Transformation natürlich auch baulich etwas zu ändern, indem wir sagen, wir bieten neue Park-and-Ride-Anlagen, wir bieten sozusagen eine physische Infrastruktur, um vom Individualverkehr auf den öffentlichen Verkehr zu wechseln. Oder wir verbessern auch das Angebot für die Kundinnen und Kunden, indem wir sagen, wir bieten Elektrostationen jetzt bald auf unseren Rastplätzen an. Wir bieten auch Kioske an. Wir versuchen das Erlebnis und auch die Zeit, die man auf der Straße und auf der Strecke verbringt, so gut wie möglich auch zu nutzen und auch machbar zu machen. Und das Ganze eingebettet natürlich, und wir haben schon sehr viel davon gehört, einfach in ein komplettes Ökosystem, in ein Ökosystem, was natürlich die Energieautarkität fördert, was mit erneuerbaren Energien, wir haben auch heute schon sehr viel davon gehört, bringt und wirklich physisch für das Auto die Autobahn in Szene setzt. Aber ich komme eigentlich zur digitalen Autobahn und Digitalisierung auch zum Thema. Der Wandel hält aber nicht nur an, dass wir uns physisch verändern, dass wir Schritte setzen, bauliche Schritte setzen, vielleicht informationstechnisch auch mehr tun, sondern wir müssen uns auch mitnehmen, dass sich die Mobilität einen größeren Nutzen bekommt, indem sich nicht nur die Straße weiterentwickelt hat auf ihre eigene Art und Weise, sondern auch das Fahrzeug viel fokussierter in unserer Mitte steht und das Fahrzeug zusammen mit der Straße auch einen Impact und eine Weiterentwicklung vor sich zieht. Heutzutage haben wir verschiedene Trends. Trends von, wir haben heute gehört 5G, wir haben auch gehört die Automatisierung von Fahrzeugen, alles sozusagen wirklich zu verbessern und zu nutzen. Wir tun heute so, als wären diese Trends gerade gekommen im letzten Jahrzehnt, als wären diese Trends auch das, was uns jetzt heute motiviert, um grüne und digitale Transformation zu beschleunigen. Ich möchte Ihnen nur sagen, wenn es darum geht, über vernetztes Sprechen der Straße mit Fahrzeugen oder Teleoperation zu reden, dann reden wir seit 1921 in den ersten Versuchen über dieses Thema. Das heißt, dass wir beginnen, auch dieses ganzheitliche System anders zu denken und nicht nur zu sagen, der Mensch bewegt sich entlang einer Straße, sondern etwas bewegt sich automatisiert von A nach B, ist mehr als 100 Jahre alt. Fast schon genauso alt ist aber auch unsere gemeinsame Vision, dass wir sagen, ach, diese individuellen Reisen, ich sitze in einem Auto und eigentlich möchte ich diese Zeit ganz anders nutzen. Es wird alles schneller, es wird alles anders. Ich möchte doch mehr davon haben von meiner Wegzeit. Datiert auf 1956, als General Motors gesagt hat, der Autopilot kommt bald. Ich glaube, was passiert ist, die Idee war gut, es hat nur ein wenig gedauert. Aber die Idee von mehr Verkehr auf einer Schiene, auf einer verschiedenen Bahn, das ist schon passiert, nennt sich nur Nicht-Autobahn. Aber man hat weiter daran geglaubt und hat diesen Gedanken, diesen Willen, dass Mobilität sich verändert, dass Mobilität einfach auch einen gewissen Genussfaktor mit sich bringt, ganz charmant mitgebracht und immer wieder auch in den Medien gehalten. Dieses typische, ich rede in meine Uhr hinein und sage, Kit, bitte hol mich ab, hat man damals als große Fiktion gesehen, als etwas, was weitergeht. Wie schön ist denn der Gedanke, einfach in seine Uhr zu sprechen und etwas passiert? Heute tun wir das, nur wir holen noch kein Auto dafür.
Das Wichtige ist, was all diese drei Punkte miteinander vereint, ist, dass das Fahrzeug wirklich eine neue Rolle bekommen hat und dass der wirkliche Kerneffekt, über den ich auch heute sprechen möchte, darin liegt, wie denn der Mensch mit dem Fahrzeug und das Fahrzeug auch mit der Straße in eine sich einhüllende Umgebung eigentlich befinden. Und wir reden immer ganz viel davon, andere Kontinente sind weiter voraus als wir, das kann China besser, das können die USA besser, aber das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz wichtig ist. Im Thema, wir lassen direkt Informationen in ein Fahrzeug gehen, wir lassen Fahrzeuge miteinander sprechen und auch die Straßen mit Fahrzeugen sprechen, da ist Österreich Weltmeister. Und das Ganze hat eine lange Vorgeschichte und beruht auf 15 Jahren Entwicklung und ist ganz einfach auch zu sagen, es ist eine Mission gewesen, die die ASFINAG gestartet hat und diese Mission heißt CITS. CITS steht für kooperativ intelligente Verkehrssysteme und es steckt nichts anderes dahinter, als dass wir wirklich von verschiedenen Aspekten alles zum Leben erwecken. Und ganz klar, die Mission CITS hat den Sinn, Verkehrssicherheit und Effizienz zu steigern. Lassen Sie sich ganz kurz von uns erklären, was es denn genau damit auf sich hat. Mission CITS. Österreichs Straßen sollen künftig noch sicherer werden. Und dank der Vernetzung von Straße und Fahrzeug gelingt der ASFINAG genau das. CITS, oder auch Car2X genannt, steht für kooperative intelligente Transportsysteme und ist das System der Zukunft. Das intelligente Sicherheitssystem wird bereits serienmäßig in neue Fahrzeuge integriert und wird daher bald Standard sein. Erste Autos mit CITS-Ausrüstung sind schon unterwegs. Eine App, ein Vertrag oder ein Navi sind unnötig. CITS funktioniert nämlich ähnlich wie ein Radiosignal. Ihr Fahrzeug empfängt automatisch und direkt sicherheitsrelevante Signale und interpretiert diese. Kleine Boxen entlang der Strecke senden hierfür länderspezifische Echtzeitverkehrsinformationen an Fahrzeuge. Lokal relevante Informationen erscheinen dann in der persönlich ausgewählten Sprache. Ist auf Ihrer Strecke beispielsweise ein Unfall, wird diese Info automatisch an Ihr Fahrzeug gesendet. Direkt auf dem Armaturenbrett erscheint ein Warnsignal. Sie können sofort reagieren. Gleichzeitig werden andere LenkerInnen, die noch weiter entfernt sind, von Ihrem Fahrzeug aus gewarnt. Stockt der Verkehr oder staut es bereits, kommen mobile Anzeigetafeln und Traffic Manager zum Einsatz. Sie nutzen auch CITS-Technologien, wodurch anderen Fahrzeugen die Warnung direkt angezeigt wird. Mit Hilfe von Digitalisierung und Automatisierung können Sie Gefahrensituationen so noch besser vermeiden. Abruptes Abbremsen oder Auffahrunfälle werden dadurch deutlich reduziert. Und das Wichtigste, Einsatzfahrzeuge treffen schneller am Unfallort ein. Denn noch bevor Sie Blaulicht im Rückspiegel erkennen, wissen Sie dank der Anzeige, dass Sie eine Rettungsgasse bilden müssen. Sollten auf Ihrer Fahrstrecke Bauarbeiten stattfinden, werden nicht nur Leuchttafeln bei Baustellen aufgestellt, Sie erhalten wegen CITS auch vorab eine digitale Warnung. Das schützt sowohl FahrerInnen als auch die Menschen auf der Baustelle. Genau darum setzt die ASFINAG auf CITS. Im Durchschnitt wird alle 4 Kilometer eine Einheit installiert. Somit ist eine beinahe flächendeckende Kommunikation im österreichischen Verkehrsnetz möglich. Digitalisierung als Antrieb für Innovation. Mit CITS macht die ASFINAG die Straßen noch sicherer. ASFINAG. Gute Fahrt Österreich. Dieser wichtige Schritt hin zu wirklich der Digitalisierung der Autobahn war eigentlich nur möglich, weil die ASFINAG schon sehr früh auf ein wirklich sehr gut ausgebautes Glasfasernetzwerk zurückgegriffen hat. Und wir es uns damit wirklich leicht gemacht haben in Österreich, als einer der ersten, circa alle 4 Kilometer im Schnitt, kleine, man könnte fast WLAN-Boxen dazu sagen, auf die Strecke zu bringen und auch in dem Bereich der Steiermark jetzt in 2023, 2024 auch alle Autobahnen dort mit auszustatten und auch in unseren Betriebsfahrzeugen diese Technologie einzusetzen, um noch mehr Daten zu generieren und auch noch mehr Möglichkeiten zu ermöglichen auf dem Weg vom normalen Fahrer, der normalen Fahrerin, die das Auto lenkt, hin zu einer Kommunikation mit direkt der Maschine, dem Fahrzeug zu gehen.
Das Portfolio, das wir hier haben und das wir hier auch mittragen, ist ein großes. In Deutschland und in Österreich ist es bereits möglich, in den neuesten Fahrzeugen direkt die verschiedensten Warnungen zu empfangen. Das, was immer ein Problem ist, wenn man sich denkt, eine App hat eine gewisse Sprache oder man muss die verschiedenen gesprochenen Sprachen auch transferieren und kommunizieren. Man kann auf Überkopfanzeigen nur eine Sprache zeigen. Das lösen wir eigentlich mit dieser maschinenlesbaren Kommunikation ganz einfach, indem wir nur noch in Bits and Bytes sprechen. Auf der anderen Seite ist dieses kooperative Verkehrssystem so relevant dafür, auch den nächsten Schritt in der Automatisierung und in der Weiterentwicklung zu machen. Das, was heute schon von den ersten Fahrzeugen in einer pseudonymisierten Form kommt, sind Informationen in noch nie dagewesener Qualität. Stellen Sie sich vor, Sie können wirklich nicht nur über die konventionellen Sensoren, die auf der Autobahn verbaut sind, Daten aufnehmen, sondern Sie sehen auch abrupte Bremsmanöver. Sie können somit auf das Fahrverhalten von menschlichen Fahrern, aber auch von automatisierten Fahrzeugen dann rückschließen, welche Situationen kritisch waren oder wo die Herausforderungen für eine Verbesserung auch für den Endkunden sind. Und das ermöglicht es nicht nur uns, sondern auch 18 EU-Staaten und über 50 europäischen Städten, diese Technologie positiv zu nutzen und auch wirtschaftlich verwertbar zu machen. Das Gute, und wir haben es heute schon in der Früh gehört, ist trotzdem, dass hier keine Entwicklung nur für den österreichischen Raum initiiert wurde, sondern dass wir hier auf eine digitale Lösung gesetzt haben, die europaweit standardisiert ist, harmonisiert ist und auch wirklich in Österreich und Deutschland bereits in Betrieb ist und in den weiteren folgenden Ländern auch noch umgesetzt wird. Das Gute dabei, wenn man auch größer denkt, weiß man auch Innovation made in Austria, aber die auch wirklich weltweit in der weiteren Umsetzung ist. Das alles ist nur der erste Schritt, um Ihnen Verkehrsinformationen zukommen zu lassen. Aber es ist ein viel weiterer Gedanke dabei. Ich komme wieder zurück auf das Fahrzeug, was sich entwickelt und kann auch da sagen, was sind die Ansätze eines Autobahnbetreibers, überhaupt so viel Digitalisierung mitzunehmen, so einen Aufwand zu machen, um auch Erster zu sein, um wirklich zu pilotieren, was andere Länder noch nicht geschafft haben. Und das ist die ganz klare Vision und Mission, Fahrassistenzsysteme, die der erste Schritt sind Richtung eines teil- und vollautomatisierten Fahrens, diese auch mit den richtigen Informationen zu füttern. Und eine Maschine braucht ganz, ganz andere Informationen und in einer anderen Qualität und auch in einer anderen beschreibbaren Phase als der menschliche Fahrer. Und wenn man dann den Schritt weitergeht und diese Fahrzeuge auch ganz automatisch darauf reagieren lässt, sind wir auch bei der Vermeidung von Stauwellen, wo man sieht, dass eine verschiedene Transformation unseres Sektors, wo wir den menschlichen Fahrer haben, wo wir vernetzte Fahrzeuge haben mit zusätzlichen Informationen, wie wir sie heute sehen, und auch automatisierten Fahrzeugen wirklich positiv dazu nutzen können, um das, was wir einfach auch effizient nutzen müssen, und zwar die verfügbaren Ressourcen, die versiegelte Fläche, die auch nicht weiter versiegelt werden soll, sondern besser nur genutzt werden soll, dort können wir mit dieser einfachen Digitalisierungsmaßnahme in weiterer Folge auch wirklich Potenzial noch heben. Dieses Potenzial kann man aber nur heben, wenn man sich auch wirklich mit der Technologie mit beschäftigt und auch mitentwickelt. Das heißt, wir befinden uns stetig immer weiter und auch an die Anforderungen, die an eine Infrastruktur gestellt werden, egal ob am hochrangigen Netz oder auch in den Städten, dass wir dieses ganze integrierte Mobilitätssystem verstehen müssen und mit diesem integrierten Mobilitätssystem auch wachsen müssen. Stellen Sie sich vor, Ihr Auto kann selbst fahren. Und Sie wollen wirklich von daheim über die Autobahn fahren und wollen dann auch wieder bei Ihrem Arbeitsort ankommen. Welche Herausforderungen stellen Sie sich jeden Tag, damit Sie das schaffen? Wir haben immer mehr verschiedene Mobilitätspartner von Scootern, von Essenslieferanten. Wir haben normale Roller. Wir haben ganz klassische Verbrennungsmotoren, also Fahrzeuge. Wir haben Elektroautos, wir haben LKWs und. Und wir haben auch noch im städtischen Bereich Kinder,
andere Verkehrsteilnehmer, Radfahrer und das alles, was Sie heute einfach kennen, weil Sie Situationen erkennen, muss plötzlich eine Maschine machen. Das ist gar nicht so leicht, weil es ist nicht immer dieselbe Situation, auf die sich die Maschine einstellen muss. Es kann sein, dass sich durch Baustellen einfach komplett das bekannte Kartmaterial verändert. Es kann sein, dass es extremst starken Verkehr gibt. Es kann aber auch sein, dass einfach ein Unwetter kommt und trotzdem möchte man in der Endausbaustufe von automatisierten Fahren, dass das Fahrzeug Sie sicher an den Ort auch bringt, an den Sie kommen wollen. Ich habe schon eingangs gesagt, Fahrzeuge brauchen eine komplett andere Art von Information als wir als Menschen. Stellen Sie sich nur das Fahrzeug vor, Sie sind alles Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet, dass ein Fahrzeug verschiedenste Sensoren verbaut hat, aber die physikalisch einfach limitiert sind. Sie können nicht aus der Perspektive eines Fahrzeugs dasselbe sehen wie Sie als Mensch. Ich selbst erinnere mich noch an, ist jetzt schon über 10 Jahre her, wie wir die ersten automatisierten Fahrzeuge gebaut haben und versucht haben, einfach über Kuppen zu sehen. Das, was das menschliche Auge macht, einfach dieses Nachjustieren, war damals uns eigentlich eine neue Errungenschaft, dass wir draufgekommen sind, auch dort muss sich die Sensorik der Fahrzeuge mit verändern, um das, was unser Gehirn gelernt hat, auch stetig mitzutragen. Und natürlich die Infrastruktur auch eine andere Rolle hat, wenn ich diese ganze Sensorik ein bisschen höher bringe, weil das, was ich sozusagen nicht sehen kann, weil es verdeckt ist, weil es physikalisch nicht weiter einfach aufzulösen ist, die Objekte, die man erkennt oder die Umgebung, das auch aus einer Vogelperspektive mitzuvereinen. Nichtsdestotrotz, Sie haben gelernt, Situationen aktiv auch zu erkennen und zu erfassen. Und hier greift die Digitalisierung und auch die künstliche Intelligenz bei Situationserkennungen mit ein. Das, woran wir alle arbeiten, sind neue Lösungen, um Baustellen auf 5 Meter genau zu lokalisieren. 5 Meter genau klingt sehr einfach, aber wenn man weiß, wie schnell eine Baustelle auch einmal auf der Autobahn aufgestellt werden kann, weil es zum Beispiel liegen gebliebene Objekte auf der Fahrbahn gibt oder auch wie einfach das Verhalten einer Langzeitbaustelle sich ändert, weiß man, dass es eine große Herausforderung ist, die hier gelöst wird, indem wir Satellitenkommunikation mitnehmen. Auch die Ansprüche von Fahrzeugen, viel genauer, auch spurgenau zu wissen, wohin es ist, geht, bedarf, dass sich diese ganze Infrastruktur so weit aufstellt, dass wir uns auch in der Positionierung immer stetiger verbessern. Durch viele, viele Digitalisierungsinitiativen, die auch aus dem Forschungsbereich kommen, kann man somit immer mehr Daten sammeln und kann auch damit auch die digitale Transformation der Autobahn dafür nützen, auch mehr aus der Infrastruktur herauszuholen, indem wir uns mit Digital Twins auch beschäftigen und auch viel besser unsere Straßen kennenlernen und analysieren können. Lernen wir auch, wie wir unsere Fahrbahnen so gut in Zukunft dann auch ausnützen können, um unsere Erhaltungsmaßnahmen in einen längeren Zyklus zu bringen. Wer die Straße in einen längeren Erhaltungszyklus bringt, bedeutet natürlich auch, dass er weniger Baustellen auf den Autobahnen verursachen wird. Und genau das ist auch das Ziel, dass man das, was man in der Innovation mitnimmt, auch für andere Anwendungen und andere sinnvolle Applikationen nutzt. Diese Daten, die wir hier sammeln, seien es jetzt von der digitalen repräsentativen Umgebung, die wir auch aufnehmen mit den LiDAR-Fahrzeugen, seien es auch die Daten, die wir aus unseren Sensoren aufnehmen, das alles hilft uns, die digitale Abbildung, den digitalen Zwilling der Autobahnen zu bauen und damit auch eine gewisse Grundlage zu schaffen, die natürlich auch mit einhergeht mit der verschiedenen Sensorik, die wir hier nutzen. Wir haben auf der einen Seite wirklich eine ausgezeichnete Kenntnis mittlerweile über verschiedenste Streckenbereiche. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass die Sensorik von oben einen anderen Blickwinkel gibt. Und genau hier ist auch die neuen Möglichkeiten der Infrastruktur, noch digitaler, noch bessere Abbilder zu schaffen. Wir kombinieren im Moment Radarsensoren mit Infrarot- und Ultraschalldetektoren, Videosensorik,
Wärmebildkameras, LiDARs und auch induktive Sensoren, um Informationen für aus der Fahrzeugsicht machbar zu machen. Das heißt, wir beobachten den Verkehr nicht nur mehr visuell über Kameras, sondern versuchen, das auch zu digitalisieren und auch mit herzunehmen, um das Gesamtbild und die Gesamtereignisse automatisiert zu erkennen. Der Fortschritt in der Sicht ist, wir haben ganz viele Testfelder auch hier, die die Möglichkeit bieten, nicht nur sozusagen eine lokale Applikation zu machen, sondern wir versuchen mit diesen Testumgebungen auch eine globale und natürlich skalierbare Lösung zu gestalten, die dann nicht nur in Österreich Anwendung finden soll, sondern im gesamteuropäischen Raum. Das Mobilitätssystem ist einfach viel komplexer und man muss immer an den globalen Lösungen arbeiten. Denn in Kombination dieser ganzen Informationen geht es dann darum, das digitale Abbild einer Autobahn zu schaffen, um auch richtig zu testen. Heutzutage testen wir unsere Straßen, indem sozusagen die Fahrzeuge natürlich ihre SIL-Tests machen, ihre Hill-Tests machen und dann auch noch ein paar Testkilometer machen. Automatisierte Maschinen sind da in einer ganz, ganz anderen Rolle. Der Mensch übernimmt keine Verantwortung oder die Maschine nimmt immer mehr Verantwortung. Und dabei ist es aber essentiell, dass diese Maschinen gelernt haben mit den verschiedenen Situationen, die wir über die Sensorik aufgenommen haben, die wir kennen, wo wir gelernt haben, welche Szenarien finden denn auf unseren Autobahnen in Wirklichkeit statt und ihnen auch an die Hand geben können, auf welche Einflüsse sie sich auch wirklich in einem 3D-LiDAR-Bild einstellen müssen, um diese Situationen zu lösen. Und das ist aber sehr essentiell, denn ohne dem kann man auch nicht sicherstellen, dass Fahrzeuge sich wirklich auf diesem Weg weiterentwickeln und auch richtig und funktionieren werden. Im Moment gibt es auf EU-Ebene diese ganz große Vision, dass Europa zusammen diese digitalen Zwillinge und aufbauen wird von Straßen, dass Europa auch zusammen daran arbeiten wird, dass diese Szenarien, die für uns ganz intuitiv passieren, die wir auch gelernt haben, wie wir uns zu verhalten haben in Fahrschulen, auch auf Fahrzeuge mit abgebildet werden und das auch weitergeht. Ich sehe im Moment in der österreichischen Forschungslandschaft dafür einen wichtigen Baustein gesetzt, denn in Österreich schaffen wir es auf der einen Seite durch viel Forschung und Innovation, diese ganzen Daten und auch die Entwicklung von Grundlagen voranzubringen und auch erste Ideen, wie so etwas umgesetzt werden kann, eine virtuelle Umgebung unseres Straßennetzes und eine virtuelle Umgebung, die sich an Verkehrsregeln hält, wirklich auch zu zeigen, dass es funktioniert. Was Sie hier sehen, sind wirklich die Piloten und auch die Testumgebungen, die wir dafür heute schon nutzen, um diese POCs auch darzustellen. Wir haben in Graz zwischen der Lassnitzhöhe und Graz Ost bereits eine Teststrecke installiert, wo wir nicht nur den digitalen Zwilling abgebildet haben, sondern auch, das sieht man ein bisschen schlechter in den Videos, auch wirklich über Sensoren und auch der Fahrzeugdaten. Sie sehen es hier ganz klein, schon beginnen die ersten Fahrzeuge, die sich ganz autonom bewegen auf unseren Autobahnen, mit zu verfolgen und auch zu verifizieren, ob sie sich korrekt verhalten haben. Wir haben auch andere Umgebungen, die herausfordernd sind für die Fahrzeugindustrie und die natürlich auch für uns einen besonderen Stellenwert haben, wie den Tunnel Herzogberg, der auch in dieser Phase ein wichtiger Baustein ist, um auch nicht Freiland Herausforderungen, vor allem für die Fahrzeugsensorik Herausforderungen zu simulieren und auch technisch zu begleiten, aber auch komplexe Umgebungen wie die Mautstation Kleinalm, wo man hier unten nur ganz klein sieht, dass sich hier auch Fahrzeuge bewegen, wo wir beginnen, das Verkehrsverhalten und auch diese Verkehrsspurführungen zu analysieren, mitnehmen und Informationen sammeln, um diese auch wieder der nächsten Generation von Fahrzeugen mitzugeben und sie darauf trainieren lassen zu können. Es ist ein wenig wie ein Sport. Es ist so ein bisschen immer von Schritt zu Schritt, man wird immer besser und besser und genau auf diesem Weg befinden wir uns. Das Wichtige vor allem bei diesem Sport ist, dass man es gemeinsam macht.
Hier muss Forschung wie Industrie wie auch die Betreibersicht einfach sich gemeinsam entwickeln, Schritt für Schritt die richtigen Akzente setzen, den aktuellen Stand der Technik nutzen und aus Sensorikentwicklungen, aus Digitalisierungsentwicklungen, mit Machine Learning, mit Data Science Analysen wirklich die Herausforderungen Schritt für Schritt bearbeiten, damit man auch von Anfang an sieht oder nicht erst wartet, bis es dann zu spät ist, wie sich Fahrzeuge auf der Autobahn bewegen. Wie kann man Sensoren und Sensorikdaten so fusionieren, dass man wirklich erkennen kann, wo welches Fahrzeug gefahren ist. Dass man aus den Fahrverhalten der verschiedenen Fahrzeuge auch erkennt, wie verhält sich der menschliche Fahrer, der noch sehr, sehr lange eine Rolle spielen wird in unserem Mobilitätssystem, und wie verhält sich auch ein automatisiertes Auto in seinen verschiedenen Automatisierungslevels. Schritt für Schritt setzen wir hier die ersten Akzente, schauen auch in die Zukunft und haben auch als große Mission und Vision weiterhin Auffahrt frei und volle Fahrt voraus. Dankeschön. Liebe Jacqueline Erhardt, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag. Wir haben keine Kaffeepause. Ich würde eine oder die andere Frage zulassen aus dem Publikum, wenn sie denn da ist. Ich sehe eine Hand. Müssen wir ein Mikro? Das fordere gerade die Technik. Hört man mich? Ja, gut. Danke für diesen interessanten Vortrag. Ich hätte eine Frage. Ich habe vor etlichen Jahren bei der Firma Efcon gearbeitet. Wir waren zum Beispiel auch dafür verantwortlich, dass es Talking Traffic Signs gab, wo die Verkehrszeichen den Fahrzeugen ihren Status übermitteln. Man erlebt es tagtäglich, die Anzeigen der Verkehrszeichenerkennung per Kamera sind ein großteils Schrott. Zweite Frage, wie stellt sich die ASFINAG dazu? Mit CITS geht es natürlich leichter, nur es sollte sich nicht bloß auf die Autobahn und auf die Schnellstraße beschränken. Zweite Frage, automatisiertes Fahren, Level 4 und 5. Warum kann man nicht, so wie bei einem Projekt in den 80er Jahren in Deutschland, in der Fahrstreifenmitte einen Leiter anbringen, ein Kabel, der das Fahrzeug in der Fahrstreifenmitte positioniert. Das wurde in den 80er Jahren in Deutschland entwickelt, dort auf Busspuren. Das war auf 5 cm genau. Da brauche ich kein sophisticated GNSS-System mit extrem genauen Karten, die mir vielleicht 1-2 Meter Genauigkeit bringen. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man das automatisierte Fahren vereinfacht. Dankeschön. Vielen Dank für die Fragen. Ja, Verkehrsschilder, Talking Traffic gibt es wirklich schon lange. Wir sehen auch jetzt, dass mit 2024 kommt die Verordnung für intelligente Speed Assistance, glaube ich, wo die Verkehrszeichenerkennung Pflicht wird in den Neufahrzeugen. Man erkennt, dass die Performance dieser Systeme wirklich noch immer bescheiden ist. Und ja, die ASFINAG stellt sich auf der Form schon auf, dass sie mit CITS, mit diesem direkten Kanal in ein Fahrzeug, auch die Verordnungen, also sozusagen die Verkehrsgeschwindigkeiten ins Fahrzeug bringen kann. Das, was die ASFINAG oder das, was wir in Österreich tun, einmal mit der leichtesten Umgebung für ein Fahrzeug, und das ist die Autobahn, weil es dort weniger Verkehrsteilnehmer gibt oder zumindest eine sehr geregelte Art, wie man von A nach B kommt, setzen wir den ersten Schritt. Wir achten aber genauso darauf, dass dieses Thema auch sich weiter ausbreitet und auch in die niederrangigen Straßennetze geht. Das wird Zeit brauchen. Wir werden oft bei CITS gefragt, warum ist Österreich so weit vorne, warum ist die ASFINAG da drinnen? Das ist vielleicht ein Henne-Ei-Problem, was man löst, und irgendjemand muss als erstes beginnen und jemand muss als erstes zeigen, was für ein Weg ins Fahrzeug gemeinsam hineingezeichnet wird. Und das haben wir eben, sind wir so angegangen, dass wir diesen Schritt setzen, weil irgendjemand muss es ja tun. Es wird sicherlich noch Zeit brauchen,
aber ich bin mal zuversichtlich, dass auch das Bewusstsein, dass Digitalisierung kommen muss. Wir beschäftigen uns auch in FFG-Projekten, gerade auch mit der Industrie gemeinsam darum, dass digitale Verordnungen kommen müssen, dass es eine wirklich maschinenlesbare Kette gibt, von hier gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung bis dorthin, das auch ermöglicht wird und das ist auch eine Prozessanpassung in der kompletten Mobilitätskette. Die zweite Frage, warum man nicht eine Leitspur oder einen Leitinduktionsfaden in die Autobahn einlässt. Ich habe auch vorher dieses eine Bild gebracht, wo Sie gesehen haben, dass wir uns auch damit beschäftigen, wie man jetzt sozusagen den Straßenzustand messen kann und wie man auch die Straße, das ist auch eine Begleiterscheinung von diesem Projekt, auch optimal nutzt, um nicht auf Spurrillen oder auf eine einseitige Abnutzung der Straßen dass sich das nicht so auswirkt. Das Konzept hat, glaube ich, einfach viele Aspekte, die man analysieren muss. Das eine ist natürlich die Erhaltung danach von den Straßen, von diesen Leitsystemen, weshalb eben Satellitensignale im Moment auch eben die Option sind, die man angeht. Und das andere ist natürlich der wirtschaftliche Faktor und auch der volkswirtschaftliche Faktor, wenn alle Straßen weltweit oder in Europa, bleiben wir mal nur sozusagen bei uns, damit angepasst werden müssen. Eine Transformation, glaube ich, haben wir vorher auch schon gehört, passiert immer in einem gewissen Wechselwirkung, dass nicht disruptiv sofort eine andere Technologie da ist, sondern dass es immer noch in dem Fall alte, konventionelle Fahrzeuge geben wird und moderne. Und man muss aber für beide die richtige Infrastruktur anbieten, die auch wirklich finanzierbar ist und auch dann den effektivsten Nutzen für die Gesellschaft hat. Ja, Dankeschön. Jetzt habe ich natürlich ein Thema aufgemacht, das Zeitdisziplin heißt. Und ich könnte noch viele Fragen persönlich stellen. Für diejenigen, die mich besser kennen, wissen, dass ich eine Vergangenheit in der Automobilindustrie habe. Ich kann fragen, wer gewinnt denn? Sensorik im Fahrzeug, Sensorik in der Infrastruktur? Vielleicht kommen wir retour zum Motto der JDR, miteinander zukunftsrelevant, weil das Thema so komplex ist, dass Fahrzeuge autonom fahren zu lassen, da geht es ja nicht nur um Lane-Keeping, da geht es ja um Situationen zu beschreiben, zu erkennen, das, was Sie alles gelernt haben, was du sehr schön beschrieben hast. Da braucht es noch viel, viel mehr. Und möchte damit abschließen, dir noch einmal Danke zu sagen für deinen spannenden Vortrag und eine Lanze für die ASFINAG brechen. Wir sind ein kleines Land in Österreich, in Europa als Österreich, aber mit einem hohen Innovationsgrad. Und für diejenigen von Ihnen, die auf der europäischen Bühne unterwegs sind, wissen es, die ASFINAG gilt als einer der hochinnovativen Infrastrukturbetreiber und wir sind dankbar, dass wir euch als Kooperationspartner haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die ASFINAG setzt Technologie der JR ein, by the way, zum wirtschaftlichen Erfolg der JR. Dankeschön auch an der Stelle.